Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Und wie der erwarten geht es doch mal wieder um meine Solaranlage. Das dürfte dann aber fast der letzte Video zu diesem Thema sein. Und zwar hatte ich ja in meinem letzten Video darüber berichtet, dass ich meine kleine Inselanlage hier ein bisschen erweitert und auch umgebaut habe. Insbesondere hatte ich den billigen Laderegler hier ersetzt durch den Victron 7515. Und ich hatte mich so ein bisschen beklagt darüber, dass all die schönen Sachen, die dieses billige Ding hier eigentlich hat, die Anzeige hier insbesondere, wo man die Sachen alle, also die Voltzahl und so weiter, die Batterieladung und so weiter ablesen kann direkt. Und wir haben hier zwei USB-Ports, da kann man dann Handy oder andere USB-Geräte aufladen. Und wir haben hier einen Schalter, mit dem man den Ladeausgang, den Lastausgang hier ein- und ausschalten kann. All diese Sachen hat der Victron nicht. Das geht damit zwar auch, geht über die App im Handy. Aber in den Kommentaren hatte mich nachher ein Zuhörer darauf hingewiesen mit einer recht guten Idee. Dank geht an dieser Stelle raus an, das musste ich mir aufschreiben, Totti Rotti Flotti 5113. Der hat mich auf die Idee gebracht, dass man dieses Teil doch noch weiter verwenden kann, indem man das einfach parallel, also den Batterieanschluss insbesondere, einfach mit an die Ladebatterie anschließt, also an die Solarbatterie, wenn man es so will. Das führt dazu, dass hier also die Voltzahl angezeigt wird. Dann hat man auch gleichzeitig die USB-Ausgänge zur Verfügung. Und ich kann den Lastausgang hier an diesem Teil dann schalten, über diesen kleinen Schalter hier. Ja, und ich werde das jetzt gleich mal machen hier. Ich hoffe, ich komme damit hin. Ich brauche für das Batteriekabel, brauche ich ja eigentlich keine dicken Kabel. Der PV-Eingang bleibt leer in diesem Falle, ja. Also es wird dann nur hier die Batteriespannung angezeigt in der Anzeige. Ich kann, wie gesagt, USB-Geräte laden und den Lastausgang schalten. Das will ich jetzt mal machen. Und mal gucken, wie das dann nachher funktioniert. Ja, gesagt, getan. Das ging schneller wie gedacht. Ich habe also jetzt hier den Lastausgang von dem Victron hier abgeklemmt. Das ist diese Leitung. Die geht hier oben an die kleine Lampe. Und die hängt jetzt an dem Lastausgang von dem alten billigen Laderegler hier. Der Batterieeingang von dem Laderegler wiederum hängt zusammen mit dem Batterieeingang von dem Victron. Ich habe jetzt kein Kabel runter zur Batterie gelegt. Ich habe den einfach hier oben parallel angeschlossen. Das funktioniert auch wunderbar. Wir haben jetzt hier die Anzeige von 12,5 Volt. Das ist die Batteriespannung. Und ich kann jetzt hier über diesen Schalter hier die zusätzliche Lampe ein- und ausschalten. Klappt wunderbar. Ich glaube, im Video sieht man das nicht, den Lichtunterschied, aber das funktioniert. Ja, und da kann man auch mal die App von dem Victron hier daneben halten und wir können hier sehen, die Batteriespannung bei 12,6, 12,59 und hier 12,5. Ja, das sind so leichte Unterschiede. Eben war es noch bei 12,5 alle beide, aber 12,6, das stimmt also genauso, wie es hier angezeigt wird. Das ist auch hier auf dem Victron die Batteriespannung. Hier oben ist die Spannung von dem Solarmodul. 40 Volt knapp kommen da jetzt gerade runter. Und viel Strom fließt dann nicht mehr. Es geht jetzt gegen Abend zu. Ich glaube, das Modul oben ist schon verschattet. Da wird jetzt nicht mehr allzu viel kommen. Aber wunderbar, so kommt nichts weg. So haben wir also auch den alten Laderegler hier wieder in Betrieb und dem einer guten Verwendung zugeführt. Ja, und das war es eigentlich schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar nützliche Informationen übermitteln. Wie ihr also auch alte Geräte noch in Betrieb lassen könnt, muss man ja nicht unbedingt wegschmeißen. Ich vermute mal, das war mein letzter Video für dieses Jahr zumindest über die Solaranlage. Demnächst kommen noch ein paar Videos über meine geplante temporäre Auswanderung. Also für 4 Monate geht es im Winter auf die Philippinen, damit wir hier das kalte Wetter nicht ertragen müssen. Darüber wird der nächste Video handeln wahrscheinlich. Außer mir fällt noch irgendwas anderes ein. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Alle Sachen, die ihr hier im Video gesehen habt heute, findet ihr natürlich die Kauflinks wie immer unten in der Beschreibung. Ich habe mir die Sachen alle selber gekauft. Das ist also nichts Gesponsertes hier dabei. Die Links, die unten in dem Verkauf hier unter dem Video sind,
Das sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr über diese Links ein bisschen was einkauft, da verdiene ich ein kleines bisschen mit. Muss ja auch leben. Und ich sage an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Video. Und lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Oder natürlich am besten beides. Tschüss und bis zum nächsten Mal.